Ein magisches Funkeln umgibt diesen Stein, der sich wie Horn anfühlt. Woher er seinen Namen hat? Hornblende oder Amphibol? Um 1890 sorgt er dafür, dass sich eine hanseatische Kaufmannsfamilie im Odenwald ansiedelt. Dass sich da ein Murjan entschlossen hat, alles in Hamburg aufzugeben und zu sagen, ich gehe jetzt in den Odenwald und werde da bergmännisch Mineralien gewinnen oder Erze. Das war sicher der damalige Zeitgeist, die berühmte Gründerzeit. Eduard Murjan entwickelt aus seiner Entdeckung ein Anstrichpulver und gründet die deutschen Amphibolinwerke von Eduard Murjan. Doch bald kommt es zum Zerwürfnis zwischen Murjan und seinem Geschäftspartner. Sein Sohn Robert greift das Geschäftsmodell auf und gründet die deutschen Amphibolinwerke neu. Als älteste Produktmarke der DAW lässt er Alpina Weiß registrieren. Die erste kaltwasserlösliche Leinpulverfarbe. Der Robert Murjan hatte aber mit Technik meines Wissens nie sehr viel zu tun. Und das war auch ein Grund, warum er dann seinem Sohn gesagt hat, du musst Chemie studieren. Wir brauchen neue Anstöße für unser Geschäft und wir brauchen Neuigkeiten. Robert Murjans Gedanke ist wegweisend. Sein gleichnamiger Sohn erfindet die bahnbrechende Rezeptur für Caparol. Erstmalig wird im Bindemittel eine Acryldispersion anstelle von Öl eingesetzt. Die Geburtsstunde der modernen Dispersionsfarbe. Doch es folgt der Zweite Weltkrieg. Rohstofflieferungen bleiben aus und die Produktion kommt zum Stillstand. Es änderte sich alles schlagartig 1948 mit der sogenannten Währungsreform. Erstaunlich war, dass da am nächsten Tag alles verfügbar war. Und das war dann das berühmte Wirtschaftswunder. Und in diesem Wirtschaftswunder hat mein Vater ja genau auf die richtige Produktschiene gesetzt. Die Kunst war dann, dafür zu sorgen, dass genug produziert werden konnte. Das Unternehmen wächst. Und das Werk in Oberramstadt wird ausgebaut. Es folgen Niederlassungen in der Schweiz, den Niederlanden und Italien, sowie die Übernahme der Synthesachemie in Österreich. Wir haben dann immer dafür gesorgt, dass die Produkte bei der vordersten technischen Front waren. Es ging immer um die weitere Perfektionierung und entsprechende Anpassungen der Rezepte, unserer Ansprechstoffe oder aber auch die Entwicklung neuer Produkte aufgrund neuer Rohstoffmöglichkeiten. Speziell für eine Werbekampagne der Fassadenfarbe Moresco wird ein kleiner schwarzer Elefant entworfen. Heute kennt die ganze Welt diesen Dickhäuter, der mittlerweile Streifen trägt. 1989 fällt die Berliner Mauer und Deutschland ist wiedervereinigt. Es war einfach eine Sternstunde. Der Ralf ist dann gleich da nach Berlin und hat da irgendwie noch auf der Mauer rumgeturnt. Für die DAW eröffnen sich neue Chancen. Das Unternehmen kann mit Lacufa das ehemalige Kombinat der DDR für Lacke und Farben erwerben. Und wir hatten zu unseren ostdeutschen Mitarbeitern immer ein gutes Verhältnis auf Augenhöhe. Aber ganz entscheidend war, dass mit der Übernahme der Lacufa-Betriebe wir auch Personal bekommen haben, die sich in Mosburg auskannten. Es folgen zahlreiche Standorte in Osteuropa und auf der ganzen Welt. Auch durch Zukäufe wächst die DAW-Familie weiter. Aus dem Farbenhersteller aus dem Odenwald ist heute ein international agierendes Familienunternehmen mit über 5.900 Mitarbeitern geworden. Der Forschungsdrang bleibt ungebrochen. In über 40 Ländern trägt die DAW mit ihrem breiten Angebot innovativer Beschichtungssysteme dazu bei, die Leistungsfähigkeit von Gebäuden zu steigern. Seit 125 Jahren und in Zukunft.